Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Zuallererst muss ich etwas sagen, das seht ihr auch schon, wenn ihr unten Tokyo Percent Completed seht. Ich wollte gestern einen Part aufnehmen, hab das auch gemacht, nur leider ist der PC irgendwie... Hat sich runtergefahren, keine Ahnung, irgendwelche Updates oder so, oder ist abgestürzt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist die Aufnahme weg, aber die Rennen sind jetzt natürlich alle gespeichert. Das heißt, da, ja, die Rennen kann ich jetzt euch leider nicht mehr zeigen. Also es waren aber nur Einzelrennen, die ich gemacht habe, die Turniere, die, ja, ich war, hatte mit dem ersten Turnier angefangen und dann, wie gesagt, hatte sich der PC verabschiedet und... Gut, also damit ihr Bescheid wisst, leider gibt es ein paar Rennen, die ihr nicht sehen könnt, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so tragisch. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Turnier. Das Klasse B Turnier fahren wir jetzt und ja, was haben wir sonst noch vor? Also Klasse B Turnier. Das Lowrider-Turnier möchte ich heute gerne fahren und... Du Scheiße, wie das da pisst, ey. WTF. Das Lowrider-Turnier und das Chopper-Turnier. Das sind so die drei Turniere, die ich mir jetzt für heute vorgenommen habe, die ich euch zeigen möchte. Und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht zum Ende hin noch die Chopper-Rennen. So, ja, das ist mir gestern auch schon ein bisschen auf die Eier gegangen, dass die von der Geschwindigkeit her, also dass die Sachen haben, die mehr Highspeed haben als ich, die Gegner. Ist mir gestern schon sehr negativ aufgefallen. Und ja, von den Kurven her kann ich leider auch nicht allzu viel momentan gut machen, wegen dem Regen. Gut, jetzt haben wir uns aber ein bisschen Vorsprung verschafft vom zweiten. Ist jetzt wichtig, dass wir da hinten die Kurve kriegen. Deswegen werde ich hier auch den Teufel tun und mit Sicherheit kein Nitro zünden. Ah. Gut, damit haben wir das erste Rennen im Klasse B Fahrzeugturnier schon hinter uns gebracht. Es wäre auch eine Überlegung, das überlege ich mir wirklich ernsthaft, wenn wir danach dann auch die Chopper noch machen, also die Chopper-Rennen weiterhin machen, ob wir nicht auch das Klasse C-Turnier noch mit den Choppern hier fahren. Ist allerdings die Frage, ob ich das dann wirklich jetzt alles heute in dem Part machen würde oder ob ich nicht sagen würde, gut, dann machen wir jetzt die vier Turniere und das war's dann für heute, weil ich denke mal, sonst wird das vielleicht auch ein bisschen zu stressig. So. Genau, ja, bei dem Rennen ist es passiert, der Absturz und auch relativ zum Ende hin war es, glaube ich. Also ich weiß es jetzt nicht genau, ob jetzt, kann auch sein, dass er sich einfach runtergefahren hat. Irgendwie wegen irgendwelchen Updates oder so, der ist da recht flott, der PC, also bei meinem alten, da hat das mit den Updates immer ewig gedauert, aber der geht, also ist echt alles recht flott. Jo, okay, das war unnötig, egal. Wir sind noch in einer guten Position. Wir sind Zweiter und ja, die gehen jetzt auch. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich für einen Scheiß? Ernsthaft? Ach ja, gut. Können wir jetzt schon mal einen Nitro verballern. Gut, aber wir sind Dritter momentan. Das, denke ich mal, ist noch akzeptabel.
Jetzt nicht mehr. Jetzt schon wieder. Ich glaube, der... Nee, doch, der hat den richtigen Weg noch hingekriegt. Der rote Flitzer da. Ich dachte schon, wir hätten den neben die Autobahnauffahrt geschossen. Ich fahre mal wieder einen Käse zusammen. Fürchterlich. So. Ja, geht doch mal alle zur Seite, Mensch. Nervensägen. Oh. Nicht die Markierung, nicht an der Markierung vorbeifahren. Das wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Das war jetzt das Dümmste, was ich machen könnte. Egal. Platz 3 ist auch noch ganz gut. Denke ich mal. Okay. Also eigentlich hätte er ja hier Tomoya gewinnen müssen, weil ich den ins Ziel sozusagen geschossen habe. Naja, gut, egal. Wir haben gewonnen. Damit durfte also Sumida Bridges, das ist dieses Rundenrennen über die Brücken, wo ich schon mal erzählt hatte, wo man aufpassen muss. Also wenn man zu schnell ist, dann landet man im Wasser. Wobei hier die Wahrscheinlichkeit eher gering ist. Es regnet schon wieder, WTF. Genau, hier bei diesem Sprung hier ganz am Anfang. Ich meine, in der ersten Runde ist es ja sowieso alles noch kein Thema. Aber auch in den folgenden Runden ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Gut. Ja, ich würde sagen, also das, was ich jetzt in der Aufnahmesession mache, ich setze mir da jetzt kein Limit oder was ich jetzt auf jeden Fall schaffen will. Beziehungsweise die Turniere, die würde ich schon gerne machen in Tokio, aber ob ich jetzt dann noch mit der Chopper Challenge weiter, mit den Chopper-Rennen weitermache in der Karriere, das gucke ich dann einfach mal, wie viel Lust ich noch habe und vor allen Dingen auch, wie schnell das jetzt hier geht. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Ja, der geht ganz schön ab, der da vorne, der erste. Das ist nicht so toll. Der muss natürlich genau auf der Ideallinie stehen, hat nichts Besseres zu tun, als mir im Weg zu sein. Den würde ich mal sagen, habe ich jetzt eiskalt übersprungen. Und, oh, anscheinend ist der zweite abgestürzt, weil wir haben jetzt einen großen Vorsprung. Ja, der ist ziemlich weit, nee, doch nicht, der sitzt uns direkt im Genick. Deswegen habe ich den nicht auf der Karte gesehen. Das war dumm, 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 aber wir haben ja zum Glück 3 Nitros und auch ein zweiter Platz würde uns ja noch reichen. Aber ja, also das, wie gesagt, das gefällt mir nicht so, dass die Chopper fahren, die auf der Geraden recht schnell unterwegs sind. Ach man! Gut, den habe ich noch kurz vor Ziel überholt. War wieder ziemlich eng. Aber wir haben gewonnen und wir haben $9000 gewonnen und den 2006er Dodge Charger SRT8 Dub Edition. Gut, ja, das ist sozusagen der schwächste Klasse B-Tuner, den es gibt.
Ansonsten kann ich zu dem Auto jetzt auch nicht so viel sagen. Lässt sich eigentlich ganz gut fahren, nur ist wie gesagt, wenn man jetzt mit einer Viper oder so mithalten will, also mit dem besten Klasse B-Tuner, der Wagen doch etwas langsam. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal ins Menü zurück und holen uns einen anderen Wagen. Würde ich sagen, fahren wir jetzt. Oder nee, wir gehen jetzt erstmal zur Garage und kaufen uns ein Muscle Car, um dann das Turnier mit den Muscle Cars da fahren zu können. Ja, 143.000 haben wir wieder, das ist doch ganz nice. Und kaufen wir mal, was kaufen wir hier für eins? Wir kaufen hier den 81er Camaro. Das ist so der beste Muscle Car im Spiel. Können wir hier auch schon ein bisschen rumhandwerken. Oh ja, 14.000 ist nicht so ganz billig. Und muss mich wieder von GTA 5 umgewöhnen, von der GTA 5 Steuerung. Dann gucken wir mal, was es so an Vinyls gibt. Chevrolet. Das ist aber nur das. Ja, ist die Frage. Ich glaube, wir nehmen das hier. Und Farbe können wir eigentlich lassen, weil ich finde so dieses Goldene sieht eigentlich schon ganz schick aus. Wir können nochmal hier im Bodyshop gucken, ob es noch irgendwelche hübschen Anbauten für den Wagen gibt. Hier bei den Muscle Cars, da gibt es ja immer ganz viele lustige Sachen. Okay, das tut mich jetzt nicht so besonders begeistern. Ja, vielleicht das hier. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Seiten-Upgrades. Okay. Hoods-Accessoires. Ach genau, da können wir jetzt so ein Ding hier einbauen. Machen wir erstmal. Und Rear-Upgrades. Da können wir einen Heck-Spoiler noch auf die Kiste draufsetzen. Gucken wir mal, wo ist einer. Hier so einen großen noch. Wheelie Bars, Mud Flaps. Was sind denn Mud Flaps? Bitteschön. Ah, okay. Gut, das brauche ich nicht unbedingt, würde ich sagen. Louvers. Ah, okay, das ist das Verdeck hinten. Exhaust Tips. Gut, ich würde sagen, wir lassen das. Was steht denn da auf der Seite für einen Wagen rum? Ach, da steht ein. Das ist mir früher noch nie so aufgefallen, dass da andere Autos in der Werkstatt stehen. Steht ein Zonda. Zonda steht da. Was ist das da oben für eine Kiste? Keine Ahnung. Irgend so eine recht herkömmliche. Könnte Eclipse ein Eclipse sein. So von hinten. Das ist auf jeden Fall ein Zonda. Den kann man hier bei, ich weiß nicht genau, also entweder bei dem Klasse A Turnier oder bei dem Exoten Turnier kann man den gewinnen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Wagen und dann würde ich sagen, verlassen wir doch einfach mal die Garage und treten doch jetzt mal in dem Lowrider Turnier an.
Das hatte ich nämlich, ach genau, ich kann euch ja mal zeigen, was ich jetzt alles freigeschaltet hatte. Klasse B war ja freigeschaltet und Klasse C haben wir noch. Chopper of America haben wir noch. Dann Lowrider haben wir. Ja, Unbeatable Street Racer, da müssen wir dann warten, bis wir den SR haben. Da muss ich dann auch erstmal noch ein bisschen sparen bis dahin. Und ja, Exoten können wir auch noch nicht, weil wir die noch nicht freigeschaltet haben. Also ich würde sagen, ja, also Chopper auf jeden Fall, Lowrider auf jeden Fall fahren wir noch und eventuell Klasse C, je nachdem wie gut das mit dem Choppernetz läuft. Bei dem Chopper-Turnier fahren wir dann mit dem Chopper noch die Klasse C-Rennen. Obwohl ich jetzt schon weiß, dass das wieder in jeder Menge Schreierei enden wird. Seitens meinerseits. Gut, ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was es hier für Rennen alles in den einzelnen Turnieren gibt. Es gibt hier auch Turniere mit mehreren Rennen, also mit mehr als drei, beziehungsweise das habt ihr ja auch schon bei den Klasse D-Fahrzeugen gesehen, da gab es ja vier Rennen. Es gibt, glaube ich, auch ein Turnier, wo es fünf Rennen gibt. Hier in Tokio. Oh. Naja, gut. Dann fahren wir halt so. Dann fahren wir halt so. Ist ja alles kein Thema. Aber so wie es momentan aussieht, dürfte das nicht allzu schwierig sein, das Rennen. Das war jetzt aber weniger nett von dem. Oh, das war jetzt aber nett, dass er mich noch richtig geschoben hat, dass ich da noch hochkomme. Das war jetzt sehr freundlich. Oh, wieso kann der gegen mein Raw so viel so dagegen halten, dass er sich nicht gedreht hat? Oh, das war jetzt Glück. Wieso dreht er sich nicht? Was ist denn das für ein Cheater? So, aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder Erster. Ich hasse es, wenn diese blöden Wagen sich immer drehen müssen. Das kann ich echt überhaupt nicht leiden. Ja, die Kurve da wird auch nie mein Freund werden, glaube ich. Gut, aber ich meine, selbst wenn wir jetzt Zweiter wären, wäre ja auch in Ordnung für ein Rennen. Oh nein! Och, ficken. Ich glaube, wir müssen das Turnier nochmal neu starten. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. So ein Wichser, ernsthaft. Und jetzt komme ich hier nirgendwo hoch. Ey, WTF, ey, WTF. Mann! Solche Wichser, ernsthaft. Das heißt, da hinten hätte ich jetzt. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Da müsste ich jetzt. Nee, da werde ich Letzter. Ey. Da könnte ich echt. Da kommt mir die Galle hoch. Ich kann diese Autos echt überhaupt nicht ab, die sich da wegen jedem Furz immer wieder drehen. Ey, das hasse ich wie die Pest. Gut, wir können es ja mal versuchen. Ist jetzt eine kleine Herausforderung. Müssen wir natürlich ja, darauf hoffen, dass die anderen Fehler machen. Sonst haben wir keine Chance, das Turnier zu gewinnen. Sonst müssen wir es nochmal neu starten. Ja, jetzt kommt Ginza Circuit. Das war hier vom Klasse B-Turnier, was wir jetzt zuletzt gefahren sind, das erste Rennen. Das gibt es in ziemlich vielen Turnieren, die Strecke. Da waren die Entwickler nicht gerade sehr kreativ. Gut, aber wenn wir hier gewinnen sollten, dann müssten wir ja eigentlich wieder zumindest einigermaßen dran sein.
Müssen wir mal gucken, was dann der vorherige Sieger macht, ob der auch wieder gewinnt. Ja, wenn ja, dann haben wir natürlich schlechte Karten. Das war knapp. Was auch so, also was so ein bisschen das Problem ist bei den Muscle Cars manchmal oder auch bei den Choppern mit Raw. Wenn man das aktiviert, dann ja, kann das manchmal auch einen selbst treffen, dass der Wagen dann einfach, ey, du Wichser, ey, ernsthaft, weil der da irgendwie blöde Scheiße Nitro zünden musste. Ja, gibt's das denn? Wie oft wollte mich denn noch überholen? Nee. Hab gefälligst hinter mir zu bleiben. So, ja, genau, was ich sagen wollte, also manchmal kann es halt einen selbst treffen, dass man die Kontrolle über den Wagen verliert, wenn man Raw in einem ungünstigen Zeitpunkt aktiviert. Fällt das deutsche Wort nicht ein, nur das englische Backfire. Gibt es ja, glaube ich, noch ein anderes Wort, als jetzt, dass es einen selbst treffen kann. Naja, Asakusa Circuit heißt die nächste Strecke. Ah, okay, das ist die Strecke, die ist auch mit den. Mit den Luxuslimousinen muss man die auch fahren. So, ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet, was die anderen gemacht haben. Muss ich gleich mal gucken. Also, beziehungsweise, das wird jetzt natürlich dann spannend, wenn wir jetzt gewinnen sollten, ob das ob das gereicht hat für den Gesamtsieg. Wäre natürlich sehr schön, wenn wir das nicht nochmal neu machen müssten. Oh, das war jetzt echt unnötig. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso sind die so schnell, ey? Unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Guckt euch das mal an, ey. Ich komme da ja gar nicht, kaum hinterher, ey. So, du kannst dich erstmal schön zur Seite verabschieden. Ja, also die Lowrider, ich sag schon wieder Lowrider, nee, die Muscle Cars werden echt nie meine Lieblingsautos sein. Obwohl ich sagen muss, so vom Aussehen her ist ja ganz gut der Wagen. Ich habe mir jetzt auch bei GTA 5 Online, habe ich mir jetzt auch den Ruiner als persönliches Fahrzeug besorgt, weil ich den ganz cool finde. Und ja, jetzt kommt der spannende Moment. Oh, ja, wir haben gewonnen. Tatsächlich, Shota. Punktgleich mit Shota. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Ja, weil Punktgleichheit gewinnt immer der menschliche Spieler. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist recht nett gemacht. Und wir haben den 66er Cadillac DeVille gewonnen. Ja, das ist, sag ich mal, ein sehr, sehr schwacher C-Klassen-Muscle-Car. Sehr, sehr schwaches C-Klassen-Muscle-Car. Gibt es deutlich bessere C-Klassen-Muscle-Cars als den 66er DeVille. Und auch äußerlich finde ich den jetzt nicht so besonders berauschend. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Menüs zurück. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, also ich schätze mal so, Viertelstunde oder so bin ich vielleicht jetzt beim Aufnehmen oder 20 Minuten. So, gut, dann gucken wir mal, der CFL ist das nächste Fahrzeug, das wir jetzt in Beschlag nehmen.
Gut, jetzt wird es natürlich etwas schwieriger, dahin zu finden. Ja, also die restlichen Rennen, die würde ich dann halt, also mit der Tokyo Challenge sonst, die restlichen Rennen halt noch weitermachen, restlichen Turniers freischalten, würde ich dann halt, ja, noch etwas später machen, wenn wir in Detroit fertig sind, also bevor wir mit der US-Meisterschaft anfangen, würde ich dann halt nochmal ein, zwei Parts in Tokio spielen. So, das müsste doch jetzt eigentlich... Ja, genau, das ist das Chopper-Turnier. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Tokyo Wharf ist die erste Strecke. Sagt mir jetzt nichts. Ich glaube, die bin ich bis jetzt noch nicht gefahren. Also als Einzelrennen. In diesem Durchlauf... Nee, das ist, ich weiß gar nicht, also ich habe so das Gefühl, dass das eine Strecke, oh fuck, dass das eine Strecke ist, die man, ja, als Einzelstrecke gar nicht fährt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die mir irgendwann als Einzelstrecke gehabt hätte. Nein! Ficken. Ach ja, ich liebe es nicht, dass wenn ich mich verfahre, das mag ich überhaupt nicht. Fick doch die Henne, ey. Ach ja, ich sehe schon, wir müssen... Ja, du blöder Wichser, du musst mir jetzt auch noch da hier vor die Füße fahren, oder was? Geh doch nach Hause, du alte Scheiße, ernsthaft. So, wir können natürlich versuchen, zumindest den einen oder anderen Platz noch gut zu machen. Obwohl das schwierig wird, weil die anderen schon sehr weit weg sind. Oh, na gut. Ich würde sagen, wir starten das Turnier nochmal neu. Hätte es natürlich jetzt drauf, auch drauf ankommen lassen können und das Turnier jetzt weiterfahren. Nur ich weiß ganz genau, dass ich ja, mit den Choppern sowieso meine Probleme habe. Und da sollte ich möglichst nicht letzter werden, dass ich dann vielleicht irgendwie mal, boah, mal Zweiter oder Dritter oder so werde. Das war jetzt auch unnötig. Aber zum Glück fahren hier einige den Umweg. Das heißt, da können wir jetzt wieder ein paar Plätze gut machen oder auch nicht. Ist natürlich immer scheiße, wenn man so abgehängt ist wie jetzt, wie jetzt gerade eben, wie ich abgehängt war. Dann ist natürlich auch immer der Nachteil, dass man die vor sich nicht hat, irgendwie, um sich zu orientieren, wie der weitere Streckenverlauf ist. Da muss man dann halt irgendwie auf die Karte gucken und... Ach, mein Gott, das ist doch nicht euer Scheiß-Huren-Ernst, oder? Das ist doch nicht euer Scheiß-Huren-Ernst. Ah, so ein Drecksfick, ey. Da fährt dieses blöde Motorrad da gegen diese Popellaterne und ja, mein Gott, und dann kommt da so ein blöder Wichser an. Das ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Wegen dieser Popellaterne bricht der Wagen komplett nach links aus. Das war gerade links dieses Zeugs da irgendwie, das hatte mich irritiert. Ficken. Diese Hurengeburt ist trotzdem Erster geworden. Gut, naja, egal. Wir werden das Turnier jetzt trotzdem mal weitermachen. Vielleicht klappt es ja doch.
habe jetzt keine Lust, jetzt schon wieder neu zu starten, schon wieder die gleiche blöde, beschissene Strecke zu fahren. Temple Circuit heißt auf jeden Fall die zweite Strecke. Immer dieser Verkehr, ich hasse es. Wieso sind die so viel schneller als ich? Okay, die haben wahrscheinlich klasse B-Chopper, aber ich meine trotzdem. Brauchen die doch nicht so viel schneller sein als ich. Weil ich sowieso mit den Scheißdingern nicht fahren kann. Das ist echt so unfair. Mann! Ich weiß nicht, wie ich diese scheiß Fotzengeburtenstrecke schaffen soll, ohne mich auf die Fresse zu legen und dabei gleichzeitig mit denen mitzuhalten, ey. Und Nitro ist hier auf der Strecke echt mal voll für den Arsch. Ja, mein Gott, ich mach auch einen Scheiß. Ich mach auch einen Scheiß. Ich weiß, ich mach voll die Scheiße. Ich mach einen Drecksfotzen-Scheiße. Einen Hurenmüll mach ich. Ich weiß es. Mein Gott, und dann musst du. Oh, echt. Du musst dann auch noch so ein Blödmann da rauskommen aus der Straße. Es ist echt unfassbar. Und das ist auch die dümmste Stelle, die es gibt, weil hier kannst du nicht vernünftig Raw einsetzen, beziehungsweise nicht vernünftig Nitro einsetzen, weil sonst immer die Gefahr ist, dass man sich in dieser Kurve die auf die Fresse legt, wenn da Gegenverkehr kommt. Oh, das war knapp, das war. Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso sind die so viel schneller als ich? Das ist doch Betrug, ist es doch. Ich habe keine Lust mit dem Klasse B-Chopper zu fahren. Da kann ich noch weniger fahren. Mit solchen Fotzengeburten von Motorrädern, ey. Das ist so eine Scheiße, ey. Ich habe keinen Bock auf so einen Dreck. Ernsthaft. Jetzt kann ich das ganze Turnier nochmal neu machen. Und es ist immer noch die Frage, wie ich diese Drecksscheiße da schaffen soll. Das ruiniert meinen ganzen Schnitt wieder. Diese blöden Motorräder, ich hasse sie. Chopper-Hersteller gehören alle verklagt, ey. Gut, der Start war jetzt natürlich mal wesentlich besser. Ausnahmsweise mal läuft es wesentlich. Ja, mein Gott, da kommt mir einer entgegen. Es kommt mir einer entgegen und ich kann nicht ausweichen. Ich habe keine Chance auszuweichen, nicht im geringsten. Und Raw hier ist echt für den Arsch auf der Autobahn. Okay, der hat jetzt die falsche Ausfahrt genommen und wir können jetzt gewinnen. Zum Glück. Zum Glück, weil ich genau weiß, dass ich hier bei dem nächsten Rennen nicht den ersten Platz belegen werde. Weil hier Temple Circuit, die KI, ja,
doch etwas stärker zu sein scheint. Und vor allen Dingen, weil es so eine Highspeed-Strecke ist und wenn ich da den langsameren, wenn die ein schnelleres Motorrad haben, ich da keine Chance habe, wüsste ich nicht, wie ich da gewinnen sollte. Und von daher schon mal gut, wenn wir das erste Rennen gewonnen haben, dann haben wir weniger Druck. Dann könnten wir auch sagen, ja, Platz 2, Platz 3 ist alles in Ordnung. Ja, Platz 3 ist ja auf jeden Fall in Ordnung. So, der hat sich schon mal geschmeidig auf die Fresse gelegt. Das finde ich sehr gut. Muss einfach sehen, dass ich konzentrierter fahre. Es dauert immer Ewigkeiten, bis man den Wagen wieder ausbalanciert hat, wenn der einmal ausgebrochen ist. Mal Wagen dabei, ist es ja ein Motorrad, aber naja, egal. Aber wir haben auf jeden Fall einen guten Vorsprung, das gefällt mir. Und wir haben jede Menge Raw. Falls sie uns in Kurven überholen, dann haben sie schlechte Karten. So, hier hoffen. Ach, zum Glück kam keiner auf der linken Seite. Gerade irritiert. Dachte ich, das wäre schon eine vorher. Fuck. Och man. So, ja. Zum Glück ist er gerade wieder in der Kurve gewesen. Da konnte ich ihn wieder vom Motorrad hauen. Wie gesagt, auf Geraden bringt Raw eigentlich überhaupt nichts, wenn man das gegen Chopper einsetzt. Da bringt das nur was gegen Lowrider. Gut, wir haben knapp den zweiten Platz gehalten und haben jetzt ja, 16. Das heißt, würde glaube ich schon ein dritter Platz reichen. Oder ein vierter Platz, keine Ahnung. Passageways ist das letzte Rennen. Das bin ich gestern als Einzelrennen gefahren und da bräuchte ich auch zwei Versuche, weil ich mich einmal verfahren habe. Das weiß ich noch. Und ist auch eine der, wie ich finde, schwierigeren Strecken. Wo ich das Finish auch nicht so mag. Und hier kann man auch sehr viel Zeit verlieren. Zum Glück ist das Motorrad jetzt nicht so schnell. So, wir nehmen diese Strecke, weil das besser ist, weil wir haben dann jetzt nämlich den längeren, schnelleren Weg und können den da vorne mit ja, mehr Speed überholen, hoffentlich. Oh, hat ja ganz gut geklappt. Jetzt kommt dann natürlich gleich meine ja, absolute Hasskurve. Müssen wir nämlich hier rein. Oh, hat wesentlich besser geklappt, als ich dachte. Oh, fuck. Das war nicht gut. Okay, die haben sich auch alle auf die Fresse gelegt. Oder zumindest der zweite. So. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gestern auch schon auf die Autobahn fahren. Oder beziehungsweise ich bin auf die Autobahn gefahren und deswegen brauche ich dann auch einen weiteren Versuch, weil ich die dann natürlich nicht mehr gekriegt habe, nachdem ich da verfahren habe. Och man. Ich wollte noch nach links lenken, aber bis das blöde Motorrad mal reagiert, da kann man dann gleichzeitig darauf. Ist die Frage, was eher passiert. Dass das Motorrad.
reagiert. So, Vierter sind wir. Ich hoffe, das reicht noch zum Sieg. Wehe, das reicht nicht. Ah, okay. Es reicht zum Sieg, weil Rio war ja, glaube ich, vorher Zweiter. Und ist nur Zweiter geworden. 5000 Dollar kriegen wir und die Hot Match Chignon oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Chingon Hey, wahrscheinlich. nice! You just won that awesome hot match Chingon. It's got Ja, incredible hydraulics, man, that ja, ich compress weiß the gar whole nicht. Also bike die when it's at ist rest, eigentlich then auch, stretch it fährt sich out when it's eigentlich ready auch for ganz gut, driving. glaube ich, das Another Ding. crazy proven winner Weiß from gar hot nicht, wie match das so custom mit den cycles. Werten aussieht gegenüber der CFL, die ich momentan fahre. So, aber ich würde sagen, also die. Ich bin jetzt echt am Überlegen, also ich würde jetzt echt ungern ja, mit dem Chopper das Klasse C-Turnier fahren. Ich würde sagen, wir behalten dieses Turnier erstmal, ja, behalten uns das vor, warten auf einen späteren Zeitpunkt mit, ja, da müssen wir uns dann halt extra ein Klasse C-Fahrzeug kaufen, weil wir haben ja sonst keins, außer jetzt die CFL. Aber da würde ich sagen, dann machen wir das, weil ich meine, es gibt ja sowieso noch, upsala, es gibt ja sowieso noch das ein oder andere Turnier, wie zum Beispiel hier Unbeatable Street Racers oder bei Invitation Only, was wir fahren müssen. Aber wir können jetzt einfach mal kurz in die zu den Menüs gehen und mal gucken, wie der Fahrenwert aussieht. Beziehungsweise gucken, wie viel Prozent wir haben. 50%, also die Hälfte der Tokyo Challenge haben wir jetzt abgeschlossen. Hört sich jetzt aber auch nicht so viel an, muss ich sagen. Und 115 Siege, 120 Niederlagen haben wir kassiert. Gut, und ich würde sagen, wir fahren dann jetzt in San Diego die Chopper-Rennen. Aber da würde ich sagen, das machen wir dann vielleicht erst im nächsten Part. Genau, im nächsten Part mache ich jetzt mal kurz einen Cut und bis dann.